Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und herzlich willkommen alle Nicht-Muslime. Und ich muss erstmal sagen, es ist mir heute ehrlich eine Riesenfreude, hier zu sein, endlich mal wieder im Frankfurter Raum. Vor allen Dingen, wir können immer auf der Internetseite sehen, aus welchem Gebiet die meisten Besucher auf unsere Seite gehen. Und das ist einfach Frankfurter Raum und Nordrhein-Westfalen ganz klar an der Spitze. Ja, natürlich ist da auch die größte muslimische Bevölkerung im Allgemeinen. Aber auf jeden Fall sieht man hier so viele alte Gesichter wieder, über die man sich freut. Aber man freut sich auch, wenn man neue Leute sieht, die man vielleicht noch nicht gesehen hat. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch direkt bei jedem hier entschuldigen. Weil für viele Leute bin ich wie ein alter Bekannter. Die kennen mich aus dem Internet, die gehen vielleicht des Öfteren auf die Seite. Manche gehen vielleicht jeden Tag auf die Seite, sehen mich. Und die begrüßen mich dann und denken, ich bin irgendwie so ein alter Kumpel. Hey, alles klar, nach dem Motto. Ja. Und ich bin dann ganz normal. Ja, Assalamu alaikum. Ja. Weil ich kenne ihn nun mal nicht. Ja. Also ich bin für dich ein alter Bekannter. Du kennst meine Oma, meinen Vater, alles schon gesehen. Ja, und ich kenne dich nicht. Ich begegne dir einfach wie einem Fremden, aber du begegnest mir nicht so, als wenn ich fremd wäre. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Dann würde ich natürlich mit jedem hier gerne einen Smalltalk halten, aber das wird heute wahrscheinlich bei der Menschenmasse nicht möglich sein. Denn wir haben danach auch noch einen Vortrag in Neuwied. Ja, das ist das Schöne. Wir haben uns nämlich mit der Vortragsvergabe haben wir uns vertan. Deswegen machen wir heute zwei Vorträge an einem Tag. Ist ja auch schön. Das heißt, wir machen hier einen Vortrag und danach fahren wir direkt 200 Kilometer ungefähr weiter nach Neuwied, inshallah. Ja, und eine andere Freude für mich, die ich eigentlich immer bei diesen Vorträgen habe, ist, dass der allmächtige Gott, Allah, dass er uns die Ehre gegeben hat, diese Religion zu verteidigen, über diese Religion zu reden, diese Religion zu verbreiten. Und das ist mir vor allen Dingen gestern bewusst geworden. Und ich werde dann nachher, inshallah, nochmal drüber sprechen. Wir haben einen Vortrag gehabt und wie es so oft ist, vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt, bei uns auf der Seite, wir stellen die Adressen von den Vorträgen immer erst einen Tag vorher rein, die genaue Adresse. Sicherlich ist das heute einigen bewusst geworden. Das machen wir aus einem bestimmten Grund, denn wir wissen, sobald wir irgendwo einen Vortrag machen, an diesem Tag, und die kriegen die Adresse raus, dann gehen direkt 20.000 E-Mails an die Stadtverwaltung. Lassen Sie diesen bösen Vogel bloß nicht da rein hier. Warnung vor Islamprediger hier. Islamprediger Vogel macht den Gemeinden Angst. Hier, da, ja, bitteschön. Ja, und so, das geht direkt die Post ab. Dann hier, unter falscher Flagge. Hier dann immer die schönen Bilder. Das ist immer das Schöne bei den Medien. Die machen immer so coole Bilder, machen die, ne, hier. Siehst du? Man wundert sich immer, wenn die Medien kommen. Sind die Medien heute hier? Sind heute nicht hier. Schade. Ja, die warten immer, die sind immer weiter am Fotografieren. Denkst du, wo fotografiert ihr die ganze Zeit? Reicht dir nicht ein Bild? Also nicht du, sag's schon sie, aber du nervst mich langsam mit der Fotografiererei. Ja, weißt du warum? Wer wartet, bis er ein Bild hat, wo du ernst guckst? Und dieses Bild kommt dann in die Zeitung. Deswegen, normalerweise muss ich mich immer so sitzen. Immer lächeln. Ja. Hier, siehst du hier? Guck, das richtige Bild gefunden. Dann hier, guck mal. Okay, das kann man jetzt nicht so sehen. So, guck, der wartet. Die sind professionell im Islam schlecht machen, ne? Aber das Schöne ist, dass es immer nach hinten losgeht. Die machen einen Zeitungsartikel, da kommen noch mehr Leute. Oder die Leute sagen nachher, was erzählen die überhaupt? Der Typ ist doch eigentlich ganz okay hier. Ist doch gar nicht so. Ist doch gar nicht so böse. So böse ist er doch gar nicht. Ja. Und da habe ich mich so gefreut, die haben dann dasselbe Theater, haben die dann wieder in der Nähe von Winterlingen gemacht. Auf der Alp. Wirklich, da lag noch Schnee. Richtig. Am Ende der Welt, ein richtiges Dorf. Ne? Und dann haben die dann dasselbe Theater wieder gemacht.
bis die Besitzerin von der Halle so Paranoia bekommen hat, dass sie dann gesagt hat, ja, das Ordnungsamt war bei mir. Und die haben gesagt, ja, hören Sie mal, wenn Sie den einladen, Sie haben hier einen Mangel, da einen Mangel, da haben Sie einen Mangel. Das könnte Sie ganz schön Geld kosten. Ne? Bis die dann die Veranstaltung abgesagt hat. Boah. Oder was heißt, sie hat die Veranstaltung abgesagt? Der Bruder, der war etwas unerfahren, der das organisiert hat, und der hat dann auf Drängen der Vermieterin hin, hat er dann die Veranstaltung, also hat er das zurückgenommen. Da mein Kollege Ibrahim Thomas, er hat den erstmal am Telefon Bescheid gesagt. Bruder, wie kannst du das machen? Wie kannst du diese Halle zurücknehmen? Wie kannst du diesen Leuten eine Chance gegen uns geben? Aber Alhamdulillah, wir haben einen anderen Weg gefunden. Ja, öffentliche Kundgebung kann man nicht verbieten. Ja, Meinungsfreiheit. Dann haben wir uns einen Lastwagen genommen als Bühne mit zwei dicken Boxen drauf, Lautsprecher. Und dann sind wir eben von der ehemaligen Disco, wo sowieso kein Mensch vorbeikommt, sind wir auf den öffentlichen Marktplatz gegangen. Alhamdulillah, und so geht das jetzt immer, inshallah. Dann mieten wir die Stadthalle von Frankfurt, wenn wir die nicht kriegen, öffentliche Kundgebung mitten in der Stadt. Haben wir auch noch Polizeischutz, ist doch super. Und wir haben auch noch guten Eindruck gestern gemacht. Wir haben auch noch guten Eindruck gestern gemacht bei der Polizei. Die haben sowieso gesagt, die haben einen guten Ruf, haben die gesagt. Kennen uns wahrscheinlich. Und wir haben alles hinterlassen wie geleckt. Kein Krümel, kein Müll. Das haben die wahrscheinlich noch nie gesehen. Ja klar, wenn dann eine rechte Demonstration ist, müssen die Angst um ihr Leben haben. Bei uns alle nett, freundlich, super. Die Brüder, die Schwestern, die haben sich alle super verhalten. Alhamdulillah. Das sind unsere Leute, wie ihr, Alhamdulillah. Deswegen, und wie ich dann in dem Auto dahin war, ich habe mich so gefreut, wirklich, ich konnte gar nicht schlafen die ganze Nacht, weil ich gedacht habe, boah, Alhamdulillah, dass Allah dir die Möglichkeit gegeben hat, dass man sich das Maul nicht zubinden lässt. Denn das ist leider das Problem von vielen Muslimen hier in Deutschland. Ja, sobald ich irgendwo in eine Moschee komme, fangen alle an zu zittern. Oh ja, was passiert? Hallo, du lebst hier in Deutschland. Lass dich doch nicht einschüchtern von irgendeinem Gelaber. Mann, glaub es mir, diesen Zeitungsbericht, den liest irgendein Deutscher, obwohl der schlecht geschrieben ist, Allah führt dazu, dass der dadurch zum Islam kommt. Und gestern, als wir dort waren, treffe ich einen alten Mann auf der Tankstelle, kommt auf einmal zu mir. Sind Sie nicht der Herr Vogel? So ein richtiger, ich habe so total, ein richtig, ich weiß nicht, wie alt der war, bestimmt über 60. Aber der war sowas von cool, der Typ, ne? Der hat ein Porsche, aber voll der Öko. Der fängt auf einmal mit mir an zu erzählen, Klimawandel und hin und her, ja? Super. Und dann hat er uns direkt die Adresse gegeben und hat gesagt, ja, ich habe den Zeitungsbericht gelesen, ich wollte heute zu dem Vortrag in der Disco da. Also das war eine ehemalige Disco, ne? Also es waren keine Vorträge in Discos, ehemalige Disco. Das heißt, mein Pierre Vogel geht auch in die Disco.